durch, machen mit 4 Meter den Wald erhalten. Und hier ist die einreichende Fraktion, die CDU-Fraktion. Und ich denke mal, Herr Tietze bringt uns ein. Bitte schön. Ich hatte eine kurze Einbringung versprochen und werde mich auch dran halten. Das Ziel ist klar, wir wollen für jedes Kind in seinem Dresdner Schulleben einen waldpädagogischen Tag ermöglichen. Es wird dazu benötigt, dass wir ein Gebäudekomplex am Albertpark schaffen oder im Albertpark schaffen. Und es wäre sinnvoll, dafür eben eine Stelle für einen Wald- und Umweltpädagogen zu installieren. Das ist der Inhalt des Antrages. Ich möchte mich an dieser Stelle nur dafür bedanken, für die gute Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen und hoffe, dass es heute in einem positiven Votum sein Ergebnis findet. Vielen Dank. Wir gehen in die Fraktionsrunde. Linke beginnt. Herr Giesling. SPD. Keine Wortmeldung. FDP. Verzichtet. Freie Wähler. Verzichten. Grüne. Herr Dr. Debbe. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich will es auch kurz machen. Das ist schon eine gute Sache, dieses waldpädagogische Zentrum. Und ich denke, wir brauchen sowohl eine Erweiterung der Gebäude dort als auch diese neue Stelle, um diesen sehr wichtigen Bildungsauftrag gewährleisten zu können. Denn nur durch die unmittelbare Anschauung und das Erleben der Natur wachsen Umweltverständnis und werden junge Menschen zu einem schonenden Umweltverhalten ausgebildet. Ich möchte auf zwei Aspekte aber auch noch aufmerksam machen. Zum einen haben wir an einer kleinen Stelle, aber wie ich denke, wichtigen Stelle eine Änderung in diesen Antrag gebracht. Es war vorher davon die Rede im ursprünglichen Antrag der CDU, dass es eine Stelle für Waldpädagogik ist. Wir haben das ergänzt über Umwelt- und Waldpädagogik. Das ist insofern wichtig, als Waldpädagogik dann wieder rein von Förstern oder Försterinnen geleistet werden würde. Umweltpädagogik ist mehr, Umweltpädagogik ist umgreifender. Und darum geht es uns, dass in einem Zentrum eben Umwelt auch übergreifender, ganzheitlicher betrachtet wird. Und der andere Aspekt, auf den ich aufmerksam machen möchte, ist, dass man Wald- und Umweltpädagogik, wenn man sie wirklich gut betreiben will, dann muss man sie an einem Wald betreiben, der sich natürlich entwickeln kann. Und ein Wald, in dem man Sukzession erleben kann, in dem man einen hohen Grad an Biodiversität hat. Und das hat man nicht in einem Wald, der vor allen Dingen wirtschaftlich genutzt wird. Und damit dieser Aspekt verstärkt wird, werden wir demnächst einen Antrag in den Stadtrat einbringen, dass der Albertpark als städtischer Teil der Dresdner Heide unter den sogenannten Prozessschutz gestellt wird, das heißt aus der Bewirtschaftung herausgenommen wird. Und wir denken, dass nur damit dieser Antrag wirklich nochmal an Sinn gewinnt und dass nur damit tatsächlich auch der Intention folgerecht wird. Vielen Dank. Wird AfD das Wort gewünscht? Herr Gelke, bitte. Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner, der Antrag der CDU-Fraktion, welcher kurz vor Eintreten der Pandemie und der damit auch verbundene Wirtschaftskrise eingereicht wurde, lehnen wir heute aus folgenden Gründen ab. Zunächst einmal sehen wir die Zuständigkeit solcher im Grunde nach durchaus begrüßenswerten Projekte für Kinder und Jugendlichen beim Sächsischen Kultusministerium. Unabhängig davon gibt es bereits auch eine ausreichende Anzahl an Naturschutzverbänden und Projekten, die sich mit dem Thema Natur und Umwelt beschäftigen, zu finden auf der Webseite der Stadt Dresden. Sachsenforst verfügt bereits über eine Vielzahl waldpädagogischer Angebote, auch in unmittelbarer Nähe zur Landeshauptstadt.
Eine Erweiterung und Sanierung der Gebäude am Spielplatz im Albertpark könne durchaus einmal ins Auge gefasst werden. Allerdings stellt sich die Frage, in wessen Zuständigkeit die Vermietung dieses Areals fällt. Fragwürdige Vereine mit politischen Agenda können wohl kaum auf unsere Unterstützung hoffen. Des Weiteren sehen wir anhand der aktuellen Wirtschaftskrise derzeit keinen Spielraum für fortschreitenden Personalauswuchs, der in allen Himmelsrichtungen auf Kosten der Steuerzahler oder wie manche es nennen, Steuerzahlenden betrieben wird. In der schwierigen Zeit kann es daher sinnvoll sein, Projekte zu unterstützen, die einen neuen Wirtschaftswachstum beflügeln und auch die Arbeitsplätze in der Realwirtschaft sichern, in der nämlich ein Großteil der Eltern, der Kinder und Jugendlichen, denen dieser Antrag scheinbar zugutekommen soll, ihr täglich Brot verdienen. Vielen Dank. So, damit wäre die Fraktionsrunde beendet. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Ja, 13 Nein, keine Enthaltung, dann so beschlossen.